Hallo Welt, da sind wir wieder auf dem Weg zur Druckerei. Eigentlich hätten wir jetzt zwei treffen können, ruhig. Here we jetzt go. Auch. Don't mess with us. Nioka hat ja voll ihren Spaß hier. Das ist ja scheinbar genau ihr Ding. Och, das Snipern macht mir aber auch Spaß. Oh. It's got to be easy. This will be a great warm-up. Kommt's klar, oder? Libations on me, folks. Hey, das macht mir aber keinen Spaß, wenn die alle leer sind. Ich weiß, was wir als nächstes machen. Druckerei, pfft. Von wegen Druckerei. Hey, wir waren doch erst hier. Ihr habt das schon wieder abgeschlossen, ha? Huh? I'd have just broken it. Obwohl die teilweise so knallbunt angezogen sind, oder vielleicht gerade deshalb, ist das hier ja doch manchmal schwer, die zu finden im hohen Gras. So. Waren die so weit weg? Da unten sitzt ja jemand, gefangen. Oh, da haben wir... Da haben wir nebenher zufällig noch jemanden befreit. Du lockst alle an. Mal, kam ein bisschen spät. Die sehen aber auch nicht mehr so gesund aus hier. Okay, sollen wir dich befreien, oder? Wird ja schon Grund haben, dass du hier hockst, oder? Vielleicht lassen wir sie ein bisschen so... Ach, ich kann nicht anders. They were coming real close to eating me. I'm Lenora. You, what are you doing out here? Not that I'm complaining, but I figure only marauders and animals roam around. Ich bin nur wegen dir hier. Naja, ich suche nach Leuten, die ich retten kann. Genau. Ich bin bloß auf Erkundungstour oder ich bin auf der Jagd. Ich suche nach Leuten, die ich retten kann. Ach, da fühlt sie sich doch bestimmt ein bisschen veräppelt. Ich bin nur auf... Erkundungstour. Oh, well, okay. I can appreciate an adventurous spirit. Thanks for the help. I've got to pick up some things from the bay, but I run a little stand near Fallbrook. Next time you need supplies, stop by, you hear? Ach, cool. Wie... Hey, warte mal. I'll see you on the road sometime. Ja, dann lass dich nicht wieder fesseln. Oder bleib einfach hier.
Leg dich ein bisschen hin. Vielleicht kommen die ja wieder zurück. So, nebenbei haben wir dann noch was Gutes getan. Ach, ja genau. Ich habe doch gesagt, ich weiß, was ich jetzt vorhabe. Da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, an die da oben jetzt zwar nicht. Wir wollen erstmal unsere Waffen reparieren. Reparieren! Das hier ist wichtig. 20 Teile brauchen wir dafür. Dann nehmen wir doch dieses Teil hier mal auseinander. Haben wir irgendwas mit Tech-Fertigkeiten dabei? Ja, haben wir sogar an Tech. Nahkampfwaffen Tech 5 und wir haben Tech 5. Okay, das können wir also auch schon mal auseinandernehmen hier sofort. Tarnungsfertigkeiten 5. Tech-Fertigkeiten auch nochmal 5. Aber wo ist denn der Unterschied? Wir könnten uns zwei verschiedene hier bauen. Ach so, nee, der hier oben ist leicht. Was ist denn jetzt los? Ich dachte, das wäre Mittel. Warum ist denn das auf einmal leicht? Das hier ist Mittel. Zeig mal. Das ist auch Mittel, okay. War das nicht vorher, als wir geguckt haben, da war das Mittel oder nicht? Und deswegen habe ich gesagt, oh, dann nehmen wir ja lieber das hier, weil das hat Langwaffen 7. Schon. Besser als Tech. Aber das ist leicht da oben, dann... Nee, dann will ich das ja doch nicht haben. Was ist denn das? Was ist denn mit meinem Gehirn los, dass ich immer solche Sachen denke und dann ist das gar nicht so. Schlossknacken haben wir doch irgendwo. Wo ist das? Ach, das haben wir am Bord gelassen. Hacken haben wir jetzt dabei. Schlossknacken haben wir noch gar nichts dabei. Ach, ist egal, brauchen wir aber auch nicht. Medizin 3? Hacken 5. Hacken dürfte kein Problem sein für uns. Das ist leicht. Dann brauchen wir diesen Schmarrn hier gar nicht. Sowas aber auch. Ich wollte doch schon sagen. Schlossknacken, sollen wir das doch mal behalten? Ein Pfund, ja okay, lassen wir mal, überredet. Wir brauchen aber das hier, Ersatzteile brauchen wir. Flammenwerfer, haben wir zweimal schon. Sturmgewehr. Säbel. Adlerauge. Und Sturmgewehr Ultra. Und da ist normales Sturmgewehr. Das ist ja viel besser als unseres. Oh. Ob wir die Modifikationen da wieder rausbekommen? Gyroskop. Und Magazingröße. Puh, ich riskiere es jetzt, weil ich lieber das hier dann hätte. Ultra. Richtet den doppelten Schaden an. 20%. Chance, normalen Mod zu extrahieren. Magnum-Mod haben wir rausbekommen. Flammenwerfer. 4 Waffenteile, na immerhin. Das hier brauchen wir auch nicht. Jagdgewehr Ultra? Wir haben Jagdgewehr Ultra. Was ist das denn jetzt? Warum richtet das denn jetzt viel mehr Schaden als unseres an? Unseres ist auf Stufe 19, richtet aber nur 179 Schaden an. Das auf Stufe 17 hier richtet schon 204 Schaden an und hat noch nicht einmal irgendwelche besonderen Mods drauf. Aber warum? Ach, weil unseres kaputt ist. Reparieren. Also, 228. Ja, dann kann das hier weg.
auseinandernehmen. Ah, das behalten wir mal im Auge hier. Ja, das will ich doch mal wissen. Okay, wir können unterwegs keine Modifikationen anbringen. Nö, dann ist ja alles gut. So gut. Oder? Na klar. Um Rüstung kümmern wir uns jetzt gerade nicht. Das hier ist nämlich nicht unser Ziel. Here we go. Kill confirmed. Got him. Ich nachladen. Nicht anfangen zu rennen, während man nachlädt. Nee. Ihr seid alle pleite. Wenigstens die Munition müsst ihr uns wieder geben. Na, so ein bisschen reicht nicht. Na, was ist denn hier los? Ihr habt ja alle nichts. Was macht ihr denn hier, wenn ihr nichts habt? Ach so. But we're good. Mütterfleisch. Na, wo ist der andere noch, den du da erwischt hast? Wow, Megamöter, das hat sich aber voll gelohnt, den zu kriegen, du. Und zu looten und zu finden. Nee, wir brechen immer das Nachladen ab, wenn wir anfangen zu sprinten. Aber ist ja auch irgendwo logisch, oder? Wenn man sprintet, kann man ja schlecht nachladen. Genau. So lange war mir das mit denen da ein Dorn im Auge. Dass wir die damals nicht erwischt haben, als wir hier waren. Das werden wir jetzt sehr genüsslich nachholen. Ich glaube nicht, dass die es schaffen hierüber. Und die Roboter da oben auch nicht. Außerdem glaube ich, selbst die würden wir jetzt hinkriegen. Selbst das würden wir jetzt schaffen. Das sind gar keine Roboter mehr. Okay, wir machen aber Folgendes. Wir reparieren die Waffe hier nochmal. Die geht aber mega schnell kaputt, habe ich den Eindruck. Da, 68%. Wir haben nur zweimal benutzt, die Waffe. Naja, gegen insgesamt sechs Leute oder so. So, nochmal. Speichern. Und... So, die anderen auch noch.
Ich bin zufrieden. Das war gut, das hat Spaß gemacht. Gehen wir rüber und holen uns das Zeug? Ich glaube, das könnten wir riskieren, ja? Waren da nicht noch mehr Roboter? Boah. Also mir reicht's, was war das? Wir reparieren die Waffe. Oh, das macht Spaß. Wir haben so viele Waffenteile also nicht. Moment, dann nehmen wir das hier auseinander. Und Ultra behalten wir. Adlerauge behalten wir. Das Ding können wir noch auseinandernehmen. Oh, das verkaufen wir. Oh, taktischer Körperpanzer Gold von Arm Aramid Ballistics. Also Schloss knacken, ja, und hier oben, das sind ja unsere Sachen, okay. Wollten wir nicht reparieren, das Gewehr? Ja, genau. Reparieren. So, jetzt gehen wir rüber und plündern. Dafür brauchen wir, glaube ich, eher dieses Gewehr hier. Na, und wieder. Ich vergesse das jedes Mal. Nachladen. Und dann können wir anfangen zu sprinten. Oder ich mache das mit Absicht. Das ist ein weiter Weg da außen rum. Aber wir schaffen es schon. Vielleicht hat hier auch wieder jemand was reingestopft. Mantikönigin. Ah, das sind ihre Larven. Nein. Einmal leer heißt leer. Ich glaube nicht, dass wir das in dieser Folge noch schaffen. Das ist ein ziemlich weiter Weg darüber. Sehr gut, ich wollte auch gar nicht da lang. Mann, diese Rennerei. Ah, lasst mich hier rauf. Nee, ist doch gut. Was man hier überall findet, wenn man hier mal so in die Ecken guckt. Sehr schön. Ja, da sind wir gar nicht so weit gekommen, merke ich gerade. Wir dürfen unser Ziel aber nicht vergessen. Essen. Wir brauchen neuer Fleisch. Deswegen gehen wir hier mal ein bisschen Risiko ein. Oder? Ja, ein bisschen Risiko. Was? Jetzt echt? Olympus Lovers Point? Ich wusste es doch. Ein romantisches Plätzchen. Oh. Nioka, halt mich. Wie geht's dir? What's up? Geht nichts hier. Kann ich dich was fragen? Sure. Ja, schon gut. Alright. Warum steht denn dann da romantisches Plätzchen? Naja, das ist sowas nicht wie Mass Effect oder so. Das ist nicht hoch. Going silent. Genau.
Ja, wie ich schon befürchtet hatte, in dieser Folge schaffen wir es nicht mehr ganz dort anzukommen. Och, unser Ziel ist ja sowieso da drüben. Essen. Also bedanke ich mich an dieser Stelle für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.